Jens Spahn eingesperrt. Hat er mich eingesperrt? Wirklich? Ja, er war eingesperrt, aber anders da als ihr denkt. Und er meint, er kann noch darüber lachen. Ich hab das Ziel erreicht. Noch nicht, Herr Spahn. Das Ziel, Sie im Gefängnis zu sehen, haben wir noch nicht erreicht, obwohl Sie hier quasi hinter Gittern waren, hinter verzinktem S235JR Stahl, um das mal in der Sprache der Schlosser hier auszudrücken, ein ganz normales verzinktes Einfahrtstor. Wir sind in Spremberg und ich danke Weichreiter TV und Glückwunsch, dass du die 100.000 Abonnenten vor mir erreicht hast. Du hast mich dann doch noch überholt auf den letzten Metern. Er war hier bei der Veranstaltung der CDU und Jens Spahn hat ihm sogar geantwortet. Allerdings, Jens Spahn versteht das Problem nicht. Ich kann euch das gleich nochmal erklären. Ich habe ihn angezeigt, schon letzten Monat. Ich habe auch bei der Polizei Berlin nachgefragt inzwischen, wie es denn darum steht. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Im Moment sind die Politiker auf Wahlkampftour im Sommer. So war hier unser ehemaliger Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, jetzt Wirtschaftsexperte der CDU-Bundestagsfraktion. Da muss ich ja immer lachen, Wirtschaftsexperte, ja. Mhm. Wirtschaftsexperte, Herr Spahn, wie war das mit Ihrer Villa in Dahlem, die Sie mit 500.000 Verlust verkauft haben? Super Wirtschaftsexperte, sage ich da. Er war in Spremberg, um dort eine Art Bürgerdialog abzuhalten. Und er geht hier auch zu seinen Kritikern, das muss man ihm zugutehalten, er hat keine Berührungsängste. Allerdings ist er sich seiner Sache ziemlich sicher und er beantwortet die Frage nach den RKI-Files. Herr Spahn! Hallo! Was sagen Sie zu den RKI-Files? Nein, das ist doch egal. Das habe ich jetzt verstanden. Schönen guten Tag, Herr Spahn. Tag, Herr Spahn. Jetzt haben wir so ein Zäunchen. Ja, ich habe leider keinen Platz. Habt ihr mich eingesperrt? Ja, leider. Habt das Ziel erreicht. Herr Spahn, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Es sind ja jetzt die RKI-Files veröffentlicht worden. Was ist Ihre Meinung dazu? Dass alles, was da drin steht, schon seit 3 bis 4 Jahren bekannt ist. Nichts Neues. Okay. Alles Gute. Habt ihr das gehört? Was für eine Klatsche ins Gesicht für jeden von uns, der, wie sagte einer auf dieser Veranstaltung, wir wurden von der Polizei gejagt. Und wie sagte Herr Spahn selbst persönlich einmal, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ich erinnere Sie nochmal daran, Herr Spahn, Sie sind sich ziemlich sicher, dass Sie nicht ins Gefängnis kommen. Da muss ich mal sagen, aus Erfahrung mit dem deutschen Rechtsstaat gehe ich damit und sage, dass wir Herrn Spahn im Gefängnis sehen, da sehen wir eher, dass der Papst die Hölle besucht. Das ist leider wirklich so. Es gibt allerdings eine kleine Sache, die hat, glaube ich, auch Herr Spahn nicht auf dem Schirm. Und wenn ich am Ende der Verantwortliche dafür bin, dann wird er mich hassen bis an sein Lebensende. Es geht um meine Anzeige vom 24. Juli. Ich habe ihn nämlich angezeigt, beziehungsweise beide, wegen 108 Strafgesetzbuch und 108a Strafgesetzbuch. Es geht um Wählernötigung und um Wählertäuschung. Wählerbestechung haben wir mal rausgelassen, dafür war die Bratwurst wohl nicht genug. Aber bei der Wählernötigung und bei der Wählertäuschung ist am interessantesten am Ende die Nebenfolgen. Aber es geht hier nochmal, wer rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohen mit einem empfindlichen Übel, durch Missbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses oder sonstigen wirtschaftlichen Druck einen anderen nötigt oder hindert zu wählen oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren und auch der Versuch, der ist strafbar. Bei der Wählertäuschung heißt es, wer durch Täuschung bewirkt, dass jemand bei der Stimmabgabe über den Inhalt seiner Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungültig wählt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und hier sehe ich zum Beispiel, dass bei der Stimmabgabe die Wähler getäuscht waren über den Inhalt ihrer Erklärung, weil man ja ihnen angedroht hat, dass es nach der Wahl 2G geben wird und man immer von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat. Beides hat sich fachlich als falsch herausgestellt und zum Zeitpunkt der Aussage der Minister wussten sie das. Und damit täuschen sie hier wirklich jemanden dann auch bei der Stimmabgabe, denn Hauptbestandteil der letzten Bundestagswahl war die Corona-Politik. Das Gleiche ist das, die Wählernötigung.
Hier, wer rechtswidrig durch Drohung mit einem empfindlichen Übel, das mit dem Drohen dieses Übels, fangen wir doch mal an, dass Herr Spahn am 22. September in der Woche der Bundestagswahl den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, Ungeimpften ab dem 1. November keine Lohnfortzahlung bei Quarantäne zu gewähren, was soll das anderes sein, als hier durch Drohung mit einem empfindlichen Übel, nämlich dem Entzug der Lohnfortzahlung, jemanden nötigt oder hindert, zu wählen oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne auszuüben. Wenn man als Ungeimpfter vor der Bundestagswahl durch eine Drohung des Entzugs der Lohnfortzahlung genötigt wurde, dann sah man sich quasi gezwungen, die Partei zu wählen, die gegen den ganzen Wahnsinn war. Das war die AfD. Das Interessanteste, was wir Herrn Spahn hier antun könnten, ist, seine politische Karriere für immer zu beenden. Denn 108c Strafgesetzbuch regelt, dass außerhalb dieser Freiheitsstrafe, die hier drohen kann, das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkennen kann. Dazu auch Paragraph 45 Strafgesetzbuch, der das hier eindeutig regelt. Ich weiß nicht, ob Herr Spahn das kennt. Es geht hier um Verlust der Amtsfähigkeit und der Wählbarkeit und des Stimmrechts. Ein Gericht kann Verurteilte für die Dauer von 2 bis 5 Jahren Fähigkeiten aberkennen, soweit das Gesetz es besonders vorsieht. Mit dem Verlust dieser Fähigkeiten, öffentliche Ämter zu bekleiden, verliert der Verurteilte zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und Rechte. Das heißt, wenn Herr Spahn verurteilt wird, verliert er sofort den Status als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Er bekommt kein Übergangsgeld, er bekommt keine Wiedereingliederungshilfe, er hat keine Rechtsstellung mehr als Abgeordneter, er hat keine Immunität mehr, er muss seine Bahncard erste Klasse abgeben, seine Mitarbeiter werden arbeitslos und er kann nicht mehr gewählt werden. Damit zerstört man eine politische Karriere, aber das hat der Gesetzgeber, vor allem die CDU, so selbst eingeführt. Herr Spahn, wenn man die Gesetze, die die eigene Fraktion eingeführt hat, nicht kennt und am Ende darüber stolpert, nennt man das Karma. Sie sind es, der hier für den Staat Unkosten in Milliardenhöhe alleine bei der Maskenbeschaffung verursacht hat. Ich sage ja nicht, dass wir die Masken nicht beschaffen mussten, aber wie Sie das getan haben, no limit, no price, es ist ja völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Aber Herr Spahn, ich glaube auch nicht, dass Sie ins Gefängnis müssen, aber dennoch, wenn Sie verknackt werden und sei es nur 6 Monate Bewährung, kann das Gericht hingehen und sagen, Herr Spahn, Sie sind kein Abgeordneter mehr und Sie verlieren die Fähigkeit, gewählt zu werden. Dann droht Ihnen das Schicksal, was Sie Herrn Höcke immer angedroht haben, dass man ihm doch seine Grundrechte entziehen soll. Und da muss man mal sagen, die Grundrechte könnten Sie schneller verlieren, Herr Spahn, als Sie gucken können. Und dann hetzen Sie Ihre ganze Armee an Anwälten auf mich. Aber wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ich bin vor allem gespannt, was dann mit dieser Online-Anzeige passiert. Als ich danach gefragt habe, hieß es am Telefon erst, was ist passiert? Ich so, naja, RKI-Files, ich habe den Herrn Minister angezeigt. Da kam schon ein Raunen und ein Schnaufen am Telefon, wo ich sage, Sie haben das nicht inhaltlich zu bewerten. Ich will den Sachstand abfragen. Muss Ihnen ja nicht gefallen. Natürlich sind die Kollegen erst zu späterer Stunde am Arbeiten und dann sollte ich doch mal nachfragen. Aber 24.07. ist noch nicht so lange her, sagen Sie. Da denke ich mir immer, genau. Aber wenn ich hier ein Kompakt-Logo hinter mir einblende, dann fallen Sie wahrscheinlich noch während der Aufnahme durch das Fenster hier bei mir herein. Ich warte ja darauf, dass der Staatsschutz hier mal klingelt, dass ich mal eine Runde Kaffee geben kann für alle. Und dass Sie die Eingangstür bitte ganz lassen. Ich wohne hier nur zur Miete. Ich muss das dann wieder instand setzen. Das kostet teuer Geld. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier? Jens Spahn endlich hinter Gittern. Ich glaube, das werden wir nie erleben. Aber es wäre schön zu wissen, dass gewisse Leute keine Mandate mehr tragen dürfen. Und das mit Wählernötigung und Wählertäuschung. Da müsste man mal jetzt auch vor den Ostwahlen ganz genau im Wahlkampf hinschauen und dann eine Anzeige nach der anderen platzieren, weil sie immer wieder versuchen, Leute zu beeinflussen, obwohl die Wahl frei und geheim ist. Ihr könnt quasi arbeiten bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die AfD wählen. Das ist rein rechtlich gesehen kein Widerspruch, das ist vielleicht ideologisch irgendwo ein Problem, aber sei es drum, ja? Abonniere den Kanal X und Telegram, unterstütze mich, wenn du möchtest, verbreite das Video, kommentiere es, teile es irgendwo anders, alles hilft am Ende weiter und was am meisten hilft ist, schaut die Videos bis zum Ende, dann verlängert sich die Zuschauerbindung. Wenn du sowieso bei Amazon bestellst, klick doch vorher unten bei mir auf diesen Link, der gilt dann für 24 Stunden.
Für alles, was du bestellst, bekomme ich eine ganz kleine Provision, meistens nur 1% des Verkaufspreises. Du zahlst den gleichen Preis und ich bekomme ein bisschen Unterstützung, um hier weiter meine Arbeit zu machen gegen diejenigen, die denken, sie sind hier im Recht und stehen über allem. Wie zum Beispiel Jens Spahn. Ansonsten kannst du selbstverständlich Mitglied des Kanals werden oder du wartest einfach, bis das nächste Video kommt. Und damit ciao, bis bald.